Hallo zusammen. Ich habe noch einen komischen Fetisch. Ich tue gerne hure hohe Erwartungen nicht erfüllen. Fuck! Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich die nächsten 10 Minuten in Ekstase leben kann, aber das wird auch nicht so sein. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, aber ich bin jetzt ein YouTube-Star. Mein Vlog ist Nummer 12 unter Beauty- und Make-up-Tipps. Ich mache Tests und Bewertungen für Haarpflegeprodukte. Ihr lacht jetzt, aber meine Brusthaare sehen sehr gut aus. Ich habe gesehen, es hat ein paar sehr gut aussehende Leute. Eigentlich sind alle sehr gut aussehend. Ich weiß nicht, wenn ihr euch Karten richtig spielt, kann etwas laufen zwischen mir und euch allen zusammen. Wenn ihr Glück habt, wacht ihr morgen alle in meinem Zimmer auf. Hoffentlich dürft ihr nicht rausschleichen, bevor ich aufwache. Wir kennen euch, ihr seid Players. Nein, ich bin nicht so einfach. Ihr müsst mich schon beeindrucken, wenn ihr mich wollt. Ich gehe nicht mit jedem Publikum auch so heim. Das ist nicht, ich bin nicht so. Ich bin keine Schlampe. Ja, schon ein bisschen, aber ja. Ihr könnt das quasi die nächsten 9 Minuten oder so als unser Date anschauen. Als unser erstes Date. Es läuft super bis jetzt. Aber nein, ihr müsst mich wirklich beeindrucken. Wirklich, Ich bin anspruchsvoll. Aber es ist schwierig, heutzutage jemanden zu finden. Früher konnte ich an den Dorftanz gehen und umschauen und die erste Person, die man 3 Sekunden lang Blickkontakte hatte, habe ich nachher geheiratet. Und heutzutage muss man auf Dates gehen. Dates. Unser Date läuft wirklich super. Ja, man muss sich anstrengen, man muss schöne Kleider anlegen, frische Unterhosen. Und für 2 Stunden so tun, als man normal im Kopf wäre. Ich habe Angst, es dauert nicht 2 Stunden heute Abend. Und man muss so kleine Fun Facts immer gespielt haben, wenn es irgendwie awkward silences gibt, wie jetzt gerade im Moment. Man muss immer die Fun Facts haben. Ja, und wie ist die Kaffee? Ja. Hast du gewusst, dass Eisbären sind alles Linkshänder? Das ist wahr. Und dann muss man immer so Aktivitäten machen, man kann nicht mehr essen, man muss immer irgendetwas mieten, etwas anlegen und Geld ausgeben und irgendwo herfahren. Und welches Arschloch hat Pedalos erfunden? Pedalos sind das Schlimmste auf der Welt. Ich hasse Pedalos. Ein Kollege hat mir vor einem Jahr mal geschrieben, hey Jules, willst du Pedalo fahren? Ich habe seine Nummer blockiert. Nicht mehr mit dem Menschen zu tun haben. Ah, sorry. Er ist da. Fuck. Und ich bin auf einem Date mit ihm. Awkward. Hast du gewusst, dass Schnecken bis zu 25'000 Zähne haben können? Fun Fact. Nein. Es tut mir leid, dass ich so negativ gegen Pedalos bin, aber meine Großmutter ist von der Pedalo befahren worden.
Sie ist nicht gestorben, aber es war sicher nur unangenehm. Merci, dass du meine Jokes wiederholt. Ist jemand von euch auf Tinder? Ich bin auf Tinder. Es ist eh jemand von euch auf Tinder. Ich habe schon etwa die Hälfte von euch einen Nein gesagt auf Tinder. Ich war mal in einem Café und bin am Tinder gesehen. Und dann kam ein kleines Mädchen zu laufen und gesagt: Ist das ein Videospiel, das du spielst auf deinem Handy? Und sie hat mich sehr tief gedacht. Das war eine tiefe Frage. Und ich habe gesagt: Ja, auf eine Art ist es ein Videospiel. Das ganze Leben ist eigentlich ein Videospiel. Wir sind ja auch noch Spielfigur in diesem Videospiel. Und dann hat sie gefragt: Gewinnst du in diesem Videospiel? Er hat gesagt: Geh weg, du scheiß Kind. Ich bin, vor einer Woche bin ich allein im Burger King um das Nachtessen gesehen. Wie jeden Abend. Und neben mir hat es zwei Personen auf ihrem ersten Date. Ich habe es herausgefunden, weil er hat gesagt, es gewusst, dass alle Eisbären links hätten sind. Und ich habe natürlich auch zulassen, weil das erste Date in Burger King, dem muss man zulassen. Und es war herzig, ich habe so die ersten Fragen gestellt, so, ja, was machst du beruflich und wie heisst es? Nein, sie haben so die ersten Fragen gestellt und ich habe zugelassen. Und dann ist etwas passiert. Das Mädchen hat den Mann gefragt, hast du Geschwister? Und er hat ja gesagt, ja, eine Schwester. Hast du ein Passfoto gesehen? Ja, der Witz in den 90er Jahren geschrieben. Und dann hat er sein Portemonnaie für ihn genommen. Und hat das Portemonnaie aufgemacht und dann hat er ein Kondom rausgehauen. Und dann hat er gesagt, hat das Kondom angeschaut und gesagt, ups, das läuft heute ab. Wollen wir etwas mit dem Kondom unternehmen? Man kann es nicht einfach so ablaufen. Und zu meiner Erstaunung hat sie gesagt, ja. Und sie sind heimgegangen und ich war wirklich sehr beeindruckt. Und ich wäre fast auch mitgegangen mit ihnen. Ich war sehr beeindruckt. Ihr habt es nicht verstanden, ja. Am Anfang gesagt, wenn etwas zwischen uns allen laufen sollte, dann müsst ihr mich beeindrucken. Ich hätte eigentlich gehofft, dass etwa 100 Kondome aus euren Portemonnaie rausfallen. Ja, aber es ist gut. Ich glaube, wir können uns noch retten. Wenn ihr wollt, können wir alle mal zusammen Pedal fahren. Mein Name ist Julius Siegenthaler. Merci vielmals, dass ihr zugesagt habt.